Und willkommen zurück zu bei Fallout 4. Ja, beim letzten Mal hatten wir ein kleines Missgeschick mit der Hafendame hier. Die meinte, wir wären ein Sync, und dann haben wir sie als Sync beleidigt und kam zu einer kleinen Rangelei, die natürlich jetzt ausgewirkt hat, dass ich nicht weiß oder nicht wüsste, wie wir rüberkommen, da das Wet bzw. das die Radtour natürlich jetzt teilweise, was da natürlich einige Probleme mitbringen. Aber ich guck mal, ob ich irgendwas mit habe. Sprich, Wedaway oder Wet-X. Was können wir machen? Können es versuchen. 2 plus 2 plus 2 plus 2. Nick schafft das auf jeden Fall. Ja, als Sync ist das kein Problem mehr für uns. Aber es ist auf jeden Fall besser gewesen als so. Okay. Ab zum leuchtenden Meer, würde ich sagen. Würde ich sagen. Nick, schau dich gut um. Die Gefahr kann um jede Ecke lauern. Trinity Tower verloren. Wilder Ghoul Level 3. Rechter Arm, linker Arm. Ist natürlich ein bisschen hässlich, der Junge, ne? Verstrahlt bis auf 1000 Stück Wasser, Energie. Ja, das ist jetzt nichts Wildes. Da können wir auch unseren Schlagstock nehmen hier. Ghoule! Friedhof! Ghoule! Mehr. In der Bruderschaft? War klar. Die Jungs, ne? Die haben auch nichts Besseres zu tun hier. Ist da Wasser im Wasser? Irgendwas blinkt da vorne. Tut mir leid, Leute. Auf Och, uns Kea. kommt niemand rum. Wir gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Tja, wenn es nicht anders geht, kein Begräbnis. Nimm das! What the fuck? Habt ihr es gerade gesehen, da im Hintergrund? Hättest weglaufen sollen. Supermutant Lager. Das heißt, wenn die fertig sind, könnten wir rein theoretisch reingehen. Um ein bisschen abzustauben. Aber was ich jetzt momentan gerade wegmachen will, ist die sind die Synpacks von der Position. Die können mir echt nervig sein. Wir packen die mal dahin. Guck. Hier sind Roboter drinne. Du hast echt Eier. Naja, hast Eier. Mutantenhund. Tag. Kaum zu glauben, dass Supermutanten früher Menschen waren. Au. Wie konnte die Wissenschaft nur derart versagen? Guten Tag. Ich würde dann hier einmal plündern gehen, mal so eben, ne? Wenn ihr jetzt nichts dagegen habt. Natürlich. Aber ich glaube, ihr habt jetzt nicht so das große Problem, wenn ich mich mal hier so bediene hier. Schrottplatz. Schrottpalast sogar. Ich dachte jetzt Schrottplatz, aber das ist sogar ein Palast.
Aber das ist halt das Gute an der stählernen Bruderschaft. Sie räumt für uns auf und wir klauen einfach im Endeffekt jetzt alles durch hier. Hat Vorteile, muss es teilweise manchmal nicht haben. So, Fleischdecke hier noch. Ist wieder so ein Ding. Der New Cola Automat, Zigarettenautomat, drei Schachteln. Alle, also wir können alles zerstören. Das ist das Gute immer. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Oh, hier gibt es wieder Material. Super Mutantenhelm. Den können wir eventuell gebrauchen. Vielleicht für einen Mutant, der vielleicht uns freundlich gesonnen ist. Weiß ich nicht, ob sowas gibt im Spiel. Ey, ich dachte immer, das sind Menschen. Jetzt geh weg, du olle Puppe. Mein Gott, ey. Ah. Cool. Weatherway, immer nice. Rüstungswerkstatt. Was kann man denn nicht? Ach, die kann man. Fügt dann. Ah, okay. Fügt so Lampen hinzu. Taschen sind immer gut. Würde bei uns aber auch nicht viel. Das Gewicht würde natürlich ein bisschen bringen. Der Wert natürlich ein bisschen plus Fiberglas. Wir müssten Rüstmeister werden. Das wäre natürlich dann nett. Bläh, fliegen, bläh. Hier haben wir noch das. Hier haben wir schon wieder Saves. Ich habe, glaube ich, so viele Saves offen hier, die ich nicht gelootet habe. Ich glaube, da kann man noch ein ganzes Spektakel mitmachen. Ein Don Flamingo. Waffen. Das Schloss kriege ich nicht auf. Das Schloss kriege ich nicht auf. Du kriegst gleich was anderes nicht auf. Super Mutantenrüstung. Jo. Kelloggs Klamotten sind immer noch besser. Irgendwann ziehe ich immer wieder andere an. Gucken, wann ich das passende Material dafür habe. Säckchen, Säckchen. Da sind noch Fleischsäckchen. Alles mitnehmen, was wir finden können. Bevor hier irgendwas wieder an Supermutanten ist oder so. Säckchen, oh, Munition, Fack, Leuchtfackeln, okay. Gut, nichts Wildes, aber immerhin ein bisschen Freiraum wieder hier. Könnte auch noch was sein. Brahim Fleisch, Mischlingsfleisch, das ist immer ganz gut, wenn wir ein bisschen Fleisch haben. Ich sag, Stimpaks will ich versuchen, möglichst viel anzusammeln. Natürlich, wenn es nicht geht, muss natürlich Stimpaks auch jetzt glücklicherweise die anderen beiden Stimpaks, die ich da gefressen habe. Aber wir kommen leider da nicht rein. Schade. Nee. Aufs Dach irgendwie. Steht auch nur eine Lampe. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus. Und folgen jetzt unserer Quest wieder. Boah, guck dir mal, wie viele Fleischstücke da sind. Gott sei Dank wurde das erledigt. Kronkorkenmassen. Okay, die Bruderschaft ist schon wieder weg. Das heißt, für uns geht es da hinten weiter zur Mission. Ja. Oh, noch ein paar Meter. Stickepilze. Das leuchtende Meer. Ah, hier fängt schon an, jetzt alles verrottet zu sein. Und wir haben, glaube ich, gleich den Punkt erreicht, da zu sein. Deine Mama! Vader. Deine Mama ist da. Kommst du nochmal sichtbar hier hin? Schlägt dein Geigerzähler auch Purzelbäume? Ey, Halleluja. Wie weit soll ich denn da reingehen? Bis ans
Andy, ihr habt doch einen Knall. Was war das? Wir sind wohl nicht allein. Jeder überlebte Kampf. Was ist mit ihm da oben los? Ne, das können sie definitiv knicken, dass wir da hingehen werden. Noch ist alles in Ordnung, Nick. Noch. Hilfsmittel, Wodka, Wodka, Wodka. By the way. Ja. Boah. Da soll ich durchgehen. Also ohne Strahlenanzug oder so wird das, glaube ich, nicht. Das heißt, Missionsziel auf jeden Fall ändern. Wir werden mal Century reisen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall einen Punkt dahin. Können wir mal nach Century reisen? Waren da vorher... Haben wir 9 bekommen? Eine neue Person gerade? Haben wir da nicht vorher immer nur 5? Hab ich irgendwas verpasst? Weil so ein Ding habe ich nämlich noch nicht. So ein Rekrutierungsquatsch. Ist ja auch ein bisschen ulkig. Da siehst du. Ja. Carla ist wieder da. Kommt öfter schon vorbei hier. Carla. Brauchst du noch was? Der Weg von hier aus ist ziemlich weit. Ich habe ein paar Minuten. Hier ist mein Angebot. Carla, 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 was hast du denn? Munition hast du wieder für mich. Ja, das brauche ich aber nicht. Was ich verkaufen kann, ist vielleicht eine Impulsgranate. Das bringt mir einen Wert. Wert, Wert. 40. Jagdgewehr, das auch kaufen. Ich werde eher weniger Minen legen. Sturmgewehr. Echt nice. Das können wir vielleicht noch behalten. Das kann weg. Der Bäckerbeiterhelm. Der Supermutanten behalte ich noch. Ja, und sonst eigentlich nichts. Danke, Carla. So. Nope. 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 Die wollte ich nicht anziehen. Ich wollte daran rumbasteln. Das sollte passen. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. So. Lackierung. Schalenblei. Da müsste ich Rüstmeister werden. Glasfaserobjekte. Boah. Rüstmeister 1. Erhöhte Charisma, wenn alle Teile Lackierung haben, erhöht die Stärke. Gut. Aber die habe ich ja auch. Und durch Explosion. Das ist jetzt unwichtig. Extras. Nichts. Dafür muss ich Wissenschaftler werden. Wissenschaftler. Gut. Auch geregelt die Sache. Dann schauen wir mal drüben. Was hat denn unsere. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Scheint wirklich was zu werden. Jo, hier wird das schon was. Karotten. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ja, das weiß ich wohl, dass jemand darauf ansetzen möchte, aber ich fahre mal eben ganz schnell ich durch. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Jo, kannst du wohl machen. Ich höre auf zu jammern, wenn es nichts mehr zu jammern gibt. Mimi, 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 mimi. Hol doch nicht rum. Wer ist denn damit? Kann ich nicht. Nee. Die ist nur am Jammern. Ressourcen. Essen. Ja, die Klingkorn. Könnte ich noch einmal anbauen. So. Karotten habe ich auch wieder ein paar. Flaschenkürbis habe ich keine. Ich weiß gar nicht, wo das Zeug hinkommt. Tattoo-Tomaten habe ich massenweise. Was brauchen wir denn? Schutz. Wie viele Betten habe ich denn? 8 Betten habe ich derzeit. Okay, das reicht noch. Schau ich mal. Herstellung. Kochfeld. Powerausrüstung. Laborstation. Nö. Läden, Ressourcen. Sonstiges. Sirene. Ne. Schutz.
Energie. Sonstiges. Uns fehlen 2 Kristalle. Ein Terminal. Leuchtkasten. Haben wir denn genug von dem anderen Zeug noch dann? Ja. Terminal. Überlegen, wo ich meine Hütte einrichte. Hier vielleicht? Weil das ist eigentlich ganz schön, ganz nett hier. Aber ich könnte auch da vorne gehen. Aber hier haben wir halt so eine Küche, ne? Brauche ich mal noch einen Kühlschrank oder so? Wieder hier drinne. Dekoration, Bodenbelege, Wandschmuck, sonstiges jetzt. Vielleicht fanden wir das was. Milchautomaten, Jukebox, Zigarettenautomaten, Schild, Radio, New-Cola-Automaten. Kann man so das ganze Getränkequatsch reinpacken. Mülleimer. Sonstiges einfach nur Müllkasten hier reinstellen. Milchautomaten. Wand. Nichts Besonderes. Möbel. Behälter, sonstiges. Wackelpuppenstände habe ich hier. Hast ein Klo. Kannst du reinkackern. Ich glaube, ich weiß noch nicht, wo ich meine Hütte einrichte, aber ich könnte hier Generator und Kabel eigentlich in die Hütte reinlegen. Boah, ein dicker Generator produziert 5. Ein Windgenerator. Kann man den aufs Haus packen? Könnte man natürlich mit dem fetten Ding voll aufs Haus packen. Hätte natürlich was, ne? Produziert 5 Strom. Ist dann natürlich schweineteuer. Zahnräder haben wir noch ein paar. Ich kann sogar 2 davon bauen. Aber sind natürlich groß. Was kostet das hier? 3 Zahnräder. Okay, haben wir eigentlich noch. Materialtechnisch. Dann hätten wir eigentlich ein fettes Teil hier stehen. So. Level up. Ich glaube, das Ding ist ein bisschen besser dran. So, Ventilator. Disco-Kugel. Disco. Okay, wir brauchen Schalter oder so. Stromleitung. Brauchen vielleicht ein paar unter der Decke. So, ich glaube. Disco, Disco! Mama Murphy, ich will dich nicht hier. Kannst du bitte nicht gehen? Warte mal, kann ich dich nicht noch... Kann ich dich da einstellen? Eins packe ich mal hier hin. Eventuell für eine Küche noch ein Licht hin machen. So. Die Kabel sind natürlich geil. So ist es, glaube ich, ein bisschen besser. Dachbau, was haben wir jetzt nicht, aber das ist, glaube ich, egal. Das hätten wir.
Ein bisschen bauen finde ich gar nicht mehr gerade schlecht. Bettregalbehälter. Regale, Tische. Ja, ich muss irgendwas was hinstellen, ich glaube. Da können wir den Werkzeugkasten hier hin. Oder so. Ne, das ist zu groß. Kriegen erstmal hier so kleine Boxen drauf. Die kriegen wir auf jeden Fall hin. Da ist die Lampe drüber. So. Einen Moment. So. Aller Reizhusten. Was kriegen wir? So ein Ding vielleicht dahin noch? Nee, aber ein Werkzeugding hat, glaube ich, hingepasst. So ein Werkzeugkastenbehälter. Ja. Sonstiges. Irgendwie ein Herd oder so. Wasserproduktion, Energie, Essen fehlt halt noch eine Menge. Aber für Essen habe ich doch eigentlich ganz gut was voran. Schutz. Die Frage, was haben wir denn alles hier noch drin? Aluminium. Aluminium, Stahlsäure, Feder, Knochen, Glas, Kupfer. Ich glaube, wir haben ja. Nick. Hörte mal, Transfer. So. Mods. Wo ist Nick? Nick! Hey, ich höre dir aufmerksam zu. Warte mal. Ich bin gerade beschäftigt. Ich bleibe dann mal hier. Gehen wir. Guter Plan. Komm mal her, Nick. Hey. Schieß los. Nee. Das ist alles. Sicher, sicher. Hey. Ich bin ganz Ohr. Handeln. Ich komme mit der Steuerung manchmal ein bisschen blöd. So ein bisschen so zu handeln. Keine Zahnräder mehr? Das ist echt komisch. Energieschutz, Möbel. Hier ist es fertige Häuser noch, aber das eine will ich auch noch ein bisschen ausbessern. Ein bisschen Stachelpfahl. So ein kleiner oder was? Ah, da brauche ich noch einen Schädel für, okay. Okay. Zäune hätten wir noch. Wir hätten noch so allgemein so ein bisschen viel. Aber Betten, ich will vielleicht noch ein paar Betten reinpacken. Betten, dafür haben wir ein bisschen Material noch. Betten. Ja. Machen wir uns mal gemütlich hier, ne? Na komm. Betten noch. Hier haben wir noch einen Bilderrahmen. Spielzeugauto. Du bist special. Du bist special. Buch kommt erstmal hier auf die Bank. Den Stuhlbau nehmen wir, den Block. Ich möchte Seans Zimmer eigentlich behalten. Oh lol. Das konnte ich natürlich nicht wissen. Ich packe mir noch so ein Regal hin. So ein kleines. Zack. Gemälde. Kreaturen.
Wann haben wir einen? Ich wollte ja einen Kamin. Aber ich wollte gern so einen Kamin. Egal, nehmen den Kamin. Auf den Kamin. Okay. Und hier schauen wir auch noch. Der kommt dahin. Nee, da passt er leider nicht hin. Aber hier, zack. Oh, hier haben wir noch ein paar Flaggen höchstens. Gemälde, Schilder, sonstiges. SO-Tonic. Brauchen wir den unbedingt? Ich glaube nicht. Eine Schüssel. Kagan. Energie, Schaltergeneratoren, sonstiges. Auf das will ich. Terminal. Benötigt ein Strom. Okay. Müsste hier oben noch so ein Querschalter einbauen. Da. So, jetzt machen wir so. Von da nach da. So. Terminal. Jetzt können wir von hier aus, weiß nicht, was wir von hier aus machen können. Unser Handels. Holoband laden. Ah, oh, shit. Holo wird geladen. Ach, Pitfall. Start a game. Game in game. Ah, das ist so ein Mann-Spiel. Play again, wir machen es einmal. Okay, verstehe. Fässer sind harmlos. Boom. Das ist genau, was wir machen müssen. Oh, keine Ahnung. Können wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall angucken. So, des Weiteren haben wir eigentlich erstmal nichts. Wir können höchstens die Questen weitermachen, die noch offen stehen. Sprich mit Weston, das haben wir, ne? Sprich mit Piper. Melde dich bei Dance. Wir können den Freeway machen. Den könnte man hier machen. Aber da gibt es keine Markierung für. Weg zu Walter, den Freeway Trail. Ja gut, den weiß jetzt auch nicht, wo der ist. Ne? Ghoul-Problem bei Crossing. Okay. Country Crossing. Den können wir machen. Habe ich da schon... Da ist es. Nee, aber wir haben oben... Die Finch Farm ist da. Da können wir hin. Können wir uns mal um das Ghoul-Problem kümmern. Was die da haben. Ja, mein Nick dabei. Das heißt auf jeden Fall viel... Zeug haben wir auf jeden Fall mit. Bleibt ja nicht aus. Müssen wir gleich mal gucken. Wollen wir, dass wir jetzt ein bisschen durchkommen. Nun wirkt es, das ist wahrscheinlich mal deine Präzision erhöht. Das ist ja, das ist natürlich bekannt. Wir haben, glaube ich, einen Punkt, ne?
Das heißt, wir können Charisma noch einmal erhöhen. Skillpunkt Level Up. Tierfreunde. Auftuffel mit Bestien. Zähle mit einer Waffe auf ein Tier. Und du hättest eine Chance, es zu beruhigen. Da haben wir 6 Punkte drin. Wir könnten natürlich abgefahren, wirken länger. Maschinen dienen Menschen. Zumindest ist hier, wenn du einen Roboter hackst, hältst du nur die Chance hin, ihn ein. Okay. Ja, weiß ich jetzt nicht. Nerd, wütend. Wenn du Gesundheit und verlängert sich das Ziel. Außerdem hältst du Busse und verursachst mehr Schaden, während der Effekt anhält. Okay. Ich will eigentlich, wie gesagt, auf den Anführer drauf. Wir haben einfach noch das hier. Durch viel Übung auf Herrn verursachen wir schwere Waffen mehr Schaden. Okay. Nahkampfwaffen. Nee. Linke Finger. Mit deinem Finger kannst du. Ja, ich glaube, das sollten wir machen. Naja, das ist ja wieder so eine andere Sache. Dann sollten wir halt auf die andere Sache dann mal später gucken. Jetzt erstmal das hier. So, Country Crossing. Da müssen wir hin. Das Spektakel angucken. Nick, bist du da? Alles klar, mein Freund. So, von der haben wir natürlich ein bisschen mehr Munition. Die werden wir als erstes ein bisschen verfeuern. Ein Notsignal haben wir. Das könnte das Notsignal von den einen Dingern sein, ne? Liege ich da richtig? Notsignal? Schauen mal. Auf jeden Fall. Da, ne, da wird es leiser. Okay. 10. Piept stärker. Was war das? Wow. Euch geht's aber noch gut dahin, oder? Aber wie weit treffen die denn? Der da oben. Da kommt Ärger. Gut, dass es vorbei ist. So ein Hund, ne? Ja. Die Jungs gehen mir da aber echt auf den Keks da vorne. Das gefällt mir gar nicht, dass die da so in der Nähe sind. So ein olles Viech, ey.
Au. Oh. Wo kommt die denn alle her auf einmal? Mr. Ghosty. Das ist natürlich hart, ey. Dann neben dieser Finch-Farm ein Supermutantenlager. Und die sind ja nicht ohne. Eieiei. Nick, wir werden jetzt mal komplett außen umgehen, mein Freund. Ah, ich darf wieder die olle Musik in die abspielen. Ich ja gerne abspielen, darf ich aber leider nicht. So, kommt mein Freund Mr. Gusty nochmal hier. Ey, Freund und Kollege. Alter Schwede, wie Schaden. Ich hätte vorher kochen sollen. Ein gelegtes Fleisch. Gibt alles wett. Ich habe nichts gekochtes mehr. Das ist nicht wahr, das gibt's nicht. Ah. Ja, ich hasse die. Die sind noch schlimmer. Wachbots. Ach, Kacke. Haben die eine Kochstation hier? Wasser. Ihr werdet doch wohl eine. Da ist eine Kochstation. Na, wir bei Steak. Jetzt haben wir mal genug zu essen hier, ey. Alter, gib mir nicht nur das Mal. So. Ja, endlich. Das Mistviech. Nee, gibt's glaube ich was Besseres anstatt Stintpacks. Hundefutter, Kartoffelchips. So. Nee, bin mal schmieren. Ah, Kacke, sowas. Das Lager werde ich mir auch noch krallen. Da unten ist auch noch so ein Viech. Zu deinem letzten Gefecht. Was war das? Alles in Ordnung? Mhm. Ich hoffe bei dir auch. Das hat bestimmt niemand überlebt. Aber wir sollten trotzdem nachsehen. Oh, die werden sich absetzen, hoffentlich.
Wir sind noch da. Wordy Birds. Ah, sind die Jungs schon unten, oder? Wow. Ich will hoffen, dass ihr gerade auch gesehen habt, was ich gesehen habe. Das macht er schon. Schade, ich dachte, wir würden jetzt den Piloten oder so finden. Fliege, schade. Na gut, ab zum Missionsziel und weiter. Meter. Da oben steht noch ein Geschützdorf. K1-Version. Steht noch ein Geschütz drauf. Spitamine. Fraglich alles. Das hier? Oh, warum? Das heißt, wir werden wohl in das Revier rein müssen. Guten Tag. Hallo. Was? Du gehörst zu den Minutemen, oder? Natürlich. Klar, sag mir einfach, was los ist. Eine Gruppe wilder Ghule hat sich in der Nähe eingenistet und ein paar von ihnen machen jetzt die Gegend unsicher. Wenn noch mehr da draußen rumlaufen, werden sie uns irgendwann überrennen. Wir brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Sind Ghule öfter ein Problem? Weiß nicht. Vielleicht sind es in letzter Zeit mehr geworden. Vielleicht fühlt es sich aber auch nur so an. Ich bin dran. Ist so gut wie erledigt. Ich bin froh, wenn ich sie endlich los bin. Ja, und ich ein bisschen mehr Material habe. Du hast auch noch Bären hier und bist allein? Das richtig gesehen? Du hast auch... Dick, ist gut, dass du was machst hier, ne? Aber... Nette Ausstattung. Sowas hätte ich in der Agentur auch gerne. Gemüsestärke ist das, die der herstellen kann. Er ist nur allein hier. Das ist echt ein bisschen ulkig. Aber egal, das wäre... Mit der Finch Farm wäre das eine gute Kombination, zum Mutantenlager zu kommen. Da, ja, war fast klar, dass wir da rein müssen. Sollte nicht lang dauern. Ja, das gut gemacht. Sauber. So, hier war, glaube ich, irgendwo eine Mine, ne? Da ist sie. Da oben war, glaube ich, auch noch eine. Vielleicht kriegen wir den Tank. Ah, unter dem Kackzeug. Ich nehme, was nehme ich denn? Maschinenpistole. Oben drüber war auch noch was. Geschütz oder Ghoul? Kann ich gerade nur erraten. So, wir fangen erstmal an, hier ein bisschen aktiv zu looten. Das hier ist ein finsterer Ort. Wir können alles Gänge brauchen.
aus. Wir sind wohl nicht allein. Kommt jemand. Nimm das! Scheiße! Der letzte. Erstmal Nick. Wir sind noch nicht ganz fertig hier, aber ich würde gerne noch aktiv ein bisschen looten hier. Das ist das. Looten, looten, looten. Wir brauchen Material. Da war noch irgendwas. Lunchbox. Pilotenhelm. Geflickter Anzug. Zumindest ist sie nicht kampflos gestorben. Aha. Ritter. Okay. Soloband von ihr. Glaube ich, ein bisschen besser sein als Kelloggs Outfit. Das macht 30-30, aber das ist nur der Harnisch. Wenn ich das alles kombiniere, komme ich bestimmt höher. Guck mal, ich habe jetzt hier 6-6-6-6-6, das sind und plus 15 am Kopf. Da muss ich definitiv mal gucken, ob ich da irgendwas vielleicht doch noch besseres zusammensammeln kann. Aber wir hören uns mal das Holoband von ihr an und fahren da diverses. Hey, kannst du das Terminal entsperren? Diese Leute haben nicht nur rumgespielt. Na, also. Hast du es, Nick? Ich danke dir viel, viel mal. Eröffnen. Sesam, öffne dich. Halt einmal Besen, alles mit. Wir sind oben aber noch nicht zu Ende gewesen. Aufpassen, ist hier nichts an Drähten hier rumliegt. Guck mal, den ganzen schönen Loot, den hätten wir alles verpasst. Der schöne Dilator, Kronkorken. Oh, Glühbirne. Alles geräumt, ich weiß gar nicht, was die Schreibmaschine macht. Baumwollgarn, Schreibtisch, ist nichts mehr los. Loot, Flut, Loot. Da haben wir noch was. Diverse Schrott, Schreibmaschine. Würde mich interessieren. Schreibmaschine bringt Zahnräder, 3 Stück. Wow. Brauchen wir noch sowieso viele von. No, no. Ich wollte doch noch da lang. Sturmfeuerzeuge hatten wir vorher auch mit Zahnrädern, glaube ich. Guten Tag, mein Herr. Sie wollten irgendwas? Oh. Passwort der Nationalgarde. Stehen Sie bitte auf. Hallo, aufstehen. Da nicht. Dann bleiben Sie hier, beschweren Sie sich aber nicht beim nächsten Mal. Safe. Auch Standardstellung gewesen, möglicherweise. Wie schön. Patronen, goldenes Feuerzeug, das bringt auf jeden Fall Öl. Öl und Stahl, das ist super. Raketen. Eine Waffe. Oh. So. Und Aluminium-Döschen nehmen wir auch noch mit. Gut, haben wir draußen. Trainingsleiter der National. Kommt mir bekannt vor.
Trainingslager. Untersuch. Jetzt hast du ein Problem. Alter, weg. Patronen für mich. Gule für dich. Hallo? Hallo, ist jemand da? Leider nicht. Okay. Verdammt. Kaserne. Das heißt, die können wir auf jeden Fall noch gut durchlooten. Wenn eine Kaserne ist, gibt es Waffen und Munition nicht weit weg. Das heißt, unser Nick wird gleich noch uns ein bisschen behilflich sein. Alter. Ja, denke ich gleich auch. Ey, alter Schwede, was war das denn? Kötterkeule. Tja, wenn es nicht anders geht. Jeder überlebte Kampf. Ist ein guter Kampf. Mir leid, Leute. Auf uns kaut niemand rum. Der hat sowieso schon Kopfschuss erlitten, der Junge. Jemand seinen Kopf verloren vor aller. Oh. Bam. Nice. Kritischer Schlag gegen Bilder. Cool, Streuner. Unten ist einer. Den kann Nick eigentlich sich drum kümmern. Passwort geschützte Nationalgarden. Den habe ich ja. Gefunden. Türsteuerung ausschließen. Ey, gehst du bitte weg? Dankeschön. Nehmen wir erstmal wieder alles mit, was wir finden können. Wegschmeißen, zerstören. Ist alles möglich nachher noch. Hier ist wieder sowas dächtig hier vorne. Ja. Ist kein Licht oder so? Ich kann eine Taschenlampe haben. Für so manche Sachen. Ist das echt nice. Ja, und Nick, du stehst am besten da. Du könntest eigentlich schon die Lage checken hier. Oh, Nick. Wow. Habe ich noch eine New Cola? Alter Schwede. Nicht mal. Boah. Also nicht, dass das eine Option wäre. Oh mein Gott. Ja, ich bin ein Krüppel. Moment mal so. Jetzt sollte es wieder funktionieren. Da kommt jemand. Scheißzeug, ey. Da ist auch noch einer oder was? Warum sind denn so viele jetzt auf einmal hier? Allen blöden Pissgule. Bis dann, Kumpel. Moment, Freund, du gehst jetzt auch erstmal baden. Hier ist da noch einer auf unserer Höhe, oder? Ne, der sitzt irgendwo da. Ich glaube, wir sind nicht allein. Ne, Nick. Hausputz erledigt.
Kannibalen. Boah, Alter, steht das so mit ihm denn los hier? Start das Blut. Alter, leuchten das aber hart. Solange du das Zeug trägst. Ey, du willst ja auch was tragen, mein Freund. Was kann ich dir sagen? Ich will dich alles tragen hier. Heiliger Bimbam. Ne, da ist das, da können wir auch noch raus. Aber ich will gucken. Ja, der kam hier hinten aus dem Raum. Das wird doch irgendwo. Boah, Nick. Alter Schwede, jetzt hast du einen Kopfschuss kassiert. Militäruniform. Könnte vielleicht nett aussehen. Ich muss jetzt erstmal hier Red Away reinschmeißen. Psycho, Red Away. Und ein Steak. Ribeye Steak. So, Uniform. Wir haben Kleidung. Wir haben viel, viel bekommen. Wir haben einen Kopf neuen. Naja, die Mütze eher nicht geflickter Anzug. Den brauche ich eher nicht, aber vielleicht, Achso, das ist nur für Supermutanten. Okay. So, wir hätten den. Wir hätten den vielleicht. Ja, ich sehe das Problem. Ich brauche für alle Teile brauche ich jetzt erstmal Armschutz. Sprich für rechts, links brauche ich jetzt erstmal was. Ja, das muss ich natürlich gucken. Dass ich für alle, für alles, was ich finde hier noch. Da habe ich alles gelootet. Okay, ab nach draußen. Ich hoffe mal, dass es nach draußen geht. Oh, es geht weiter. Hey, dachte ich hätte was gesehen. Wenn man vom Teufel spricht. Der hat uns das letzte Mal unterschätzt. Terminal. Nick, lass mich mal bitte dran öffnen. Testgelände. Ja, dann raus mit dir. Eins ist auf gleicher Höhe. Deins ist noch weiter oben. Können wir hier rein? Oh, Waffenkammer! Eieiei, nice. Oh. Es hat einige helle Köpfe gebraucht, damit ein solcher Ort entstehen kann. Geil, Glasfaserobjekte ohne Mengen. Und ich habe das Passwort dafür. Hallo. Da haben wir noch einen. Den kann man leider nicht deaktivieren. Jetzt muss ich ganz vorsichtig sein. Tut mir leid, Leute. Auf uns kaut niemand rum. Nee, ich bin auch nicht lecker. Meinst du, die sind jetzt endgültig weg? Nick, die sind niemals weg. Vertrockneter wilder Gurt, legendär. Oh, Gott sei Dank sind die mutiert, du blöder Hund. Post-Snap-Kamera, okay. Das wär's. Oh, Nick. Wir müssen reden. Hey. Mal sehen, was ich tun kann. Hey. Rede. Nick, du nimmst erstmal die Klamotten, würde ich sagen. Und meinen ganzen Schrott. Das ist das meiste, was ich wieder mit hab. Da wird einiges bei sein. Müll, 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 Müll. Sechsmal Stahl. Jo. Ich glaube, das ist. Das reicht erstmal. Oh, oh, oh. Ich bin begeistert. Das Sturmgewehr, da habe ich. Kann
jeden Fall auch noch ein bisschen Gefallen dran finden. Ich habe nur kein Zeug hier, das heißt, ich muss es da auf jeden Fall bei uns zu Hause ein bisschen verbessern. Klopf, klopf. Niemand da. Stange Zigaretten, immer. Immer mitnehmen. Nick, ich hab da schon gehackt, mein Freund. Wow. Nice. Das hat sich echt gelohnt. Gott sei Dank habe ich wohl sonst keine mit. Ein zweites Gerüst. Wow. Ich bin begeistert. Muss ich echt sagen. Sieht man es von außen? Ist nicht alles dran. Man sieht aber halt die Skelett-Sachen davon immer. Und ich habe jetzt ein zweites Skelett. Ein zweites Power-Rüstungsskelett ist das ja, was da besteht. Aber ich würde sagen, bitte. Du spielst hier mit dem falschen. Bevor ich beenden wollte, wäre ich. Alter Schwede. Oh, ich wollte eigentlich gerade die Folge beenden. Alter Schwede. Schwedergranaten. Mama! Ich habe mehreren Roboter vor mir und mehreren Roboter hinter mir. Nur der hinter ist ein bisschen gefährlicher als er. Friss Blei, mein Freund. Aua. Er will irgendwie kein Blei fressen. Alter Schwede. Du willst irgendwie kein Blei fressen oder so, ne? Kann das sein, dass du kein Blei fressen willst, mein Freund? Lass mal Granate. Hier. Ciao, ciao. Nice. Du kleiner blöder Hund. Aber mit dem krassen Ende noch zu dahin will ich mich bei euch verabschieden. Würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Flash. Bis dahin und ciao, ciao.